Heute Morgen hat meine Greta Neuigkeiten vom Markt mitgebracht. Das ist schön. Hier ist also Molly. Da stehen ja Wachen vor der Tür. Was bewacht ihr denn da, Leutchen? Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Doch. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde. Ja, ich will doch mit Molly reden. Ist die nicht da? Geralt von Riva vor meiner Tür. Hey, den Typen kenne ich doch. Das kann kein Zufall sein. Ich grüße dich, Baronin. Guten Tag, General. Du hast recht. Ich komme nicht ohne Grund. Ich weiß, wer du bist. Aber der Etikette halber, Maria Luisa Lavalette. Ein kaiserlicher General und ein Hexer treffen sich und kennen einander. Erstaunlich. Sehr erstaunlich, findest du? Wir kennen einander tatsächlich. Wir haben uns schon getroffen. Und wie? Stell dir vor, Luisa, der Kaiser wollte den Hexer sehen. Da hatte auch ich das Glück, ihn zu treffen. Geralt von Riva ist jetzt in Diensten Kaiser Emhirs. Interessant. Hat war Emreis dich geschickt, um Novigrad von Monstern zu befreien? Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Meine Kammerzofe. Leider ist sie gerade bei meiner lieben Freundin Patricia Wegelgut. Vielleicht kann Geralt uns ja begleiten. Er könnte bei den Rennen mit Molly sprechen. Käme das für dich in Betracht, Hexer? Einem städtischen Spektakel beizuwohnen? Also, ja, warum nicht? Klar, komme ich doch also, gerne mit. Wenn Molly da ist, dann mal los. Da sehe ich doch kein Problem drin, die netten Herrschaften zu begleiten. Guck, da reiten wir schon. Reite die Reit. Reit, Reit. Mond, Mond, ja, ja. Da reiten sie geschwind in einen Ladebildschirm. Sehr interessant. Wer macht das heutzutage schon? Wegelgut anwesen, einige Stunden später. Da wären wir. Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Ja, schmecken lecker. Eigentlich schon. Als Klopse. Ich habe meine Pferde immer Plötze genannt. Die graue Stute ist Cantarella. Von Cahir gezeugt, dem Sieger von Wohle. Grau, schöne Farbe. Auch bei Pferden. Ich wette auf den schwarzen Hengster. Nemrut, reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. Weißt du irgendwas über den Fuchs da oder den Braunen? Der Fuchs heißt Donner. Ein reinblütiger Redanier. Edles Ross. Aber zu eigenwillig für meinen Geschmack. Schwer zu beherrschen. Und der Braune stammt aus Serikanien. Devolt hat ihn kürzlich gekauft. Ich weiß nicht viel über ihn, aber Serikanier sind bekannt für ihre große Ausdauer. Große Ausdauer, sagst du. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Wir nehmen am Rennen teil. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Jo, deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht, aus herrlich gegerbtem Leder. Weißt du was? Ja, warum nicht? Wir haben doch Zeit. Warum nicht? Würde gern sehen, ob dir dein Wissen über Pferde auch im Sattel nützt. Gut gesprochen. Welches Pferd wählst du, Hexer? Oh, ich weiß, ich weiß. Welches nehme ich nochmal? War Cantarella das aus... Rupert. Rupert war aus Serikanien, oder? Hab schon viel von serikanischen Pferden gehört. Ja, richtig gerade. Ich nehme den Braun. Ich reite nicht mit, aber dafür wette ich. Nimrod gewinnt. Der Reiter spielt keine Rolle. Der gute alte Nimrod. Dann nehme ich Cantarella. Wir sollten nicht länger warten. Fangen wir an.
Na, los geht's. Galoppieren kann ich ja noch. Also mein Pferdchen, hoffe ich. Ich wäre ja auch gern auf Plötze geritten. Nein. 2, 1, go. Los geht's. Dann zeige ich dir mal das gute alte Holz, das mich schnitzte. Juhu, noch habe ich Vorsprung. Hoffentlich hält die Ausdauer an. Sirikanier sind ja berühmt für ihre Ausdauer. Aber ob das auch auf sirikanische Pferde zutrifft, weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe es sehr. Oha, oha, Ausdauer lässt nach. Oh, 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 oh. Das könnte ein bisschen knapp werden jetzt. Nicht das Pferd schonen. Ich doch nicht. Ich schone niemals irgendetwas oder irgendjemanden. Oh, oh, einen Wegpunkt haben wir entdeckt. Weizenfelder. Ob es hier Weizen gibt? Los geht's, Hexer. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Mach ich ja, mach ich ja. Sind wir gleich im Ziel? Sind wir gleich im Ziel? Das war das Ziel, oder? Oh, ich war Erster. Glück gehabt. Das war atemberaubend. Ein famoser Sieg. Oh, yeah. Für jemanden, der nicht reiten kann, hast du dich vorzüglich im Sattel gehalten. Mein Glückwunsch. Hm, danke. Das ist deins. Yay, neuer Sattel. Überlegener Rennsattel. Klingt Dürfte gut. Ich wohl jetzt mit der Kammerzofe sprechen, Herrin? Ach ja, Molly. Deswegen bist du ja überhaupt hier. So sieht's aus, ja. Die stämmige junge Frau dort. Das ist sie. Sprich mit ihr. Und komm zu uns, wenn du nach Novigrad zurückkehren willst. Wir reisen gern mit dir zusammen. Ja, gerne. Ich werde dann mal ein paar Worte mit ihr schnacken. Da oben, da... Ach so, nee, hier. Kammerzofe, sprich doch mal. Ich bin Molly, Herr. Du wolltest mich sprechen. So sieht's nämlich aus. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Was? Ja. Stimmt alles. Nur andersrum. Ich bin es, der ihn ständig retten muss. Ja, genau. War es etwa nicht Rittersporn, der in Flotsam deine Schlinge aus 100 Schritt Entfernung mit einem Pfeil durchgeschossen hat? Was? Rittersporn kann doch gar nicht... Ach, was soll's? Irgendeine Idee, wo unser Meisterschütze stecken könnte? Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Die Baronin ist nicht erfreut, dass wir uns kennen. Sie hält Rittersporn für einen nichtsnutzigen Faulpelz. Stell dir nur vor. Ich stell's mir bildlich vor, ja. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Schwester? Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Und Mütter, vielleicht auch. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt, so wie er ihre Sachen getragen hat und... Weißt du, wo ich sie finde? Rittersporns Schwester? Leider nicht. Immer wenn ich gefragt habe, wann wir sie besuchen, ist er ganz still geworden und hat das Thema gewechselt. Aha. Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Eine Barke? Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Mit goldener Fracht? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen. Aber seitdem ist er weg. Das tut mir ja leid, aber was wollte er mit einer Barke? Danke, Molly. Ich meine, er wollte sie ja offenbar nicht... Bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Nein, stell dich einen mit ihr, sondern für irgendwas anderes. Rittersporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gern. Jeder, die er trifft. Oh, das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Danke. Ach, das war ganz nett und hilfreich, würde ich sagen. Wer ist denn da in der Stufe aufgestiegen? Sieh an. Noch war ich das etwa? Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Naja, ein paar auf die Fresse sind auch ganz schmerzhaft. Oh, da ist ein Platz frei. Freier Platz. Was kann man denn noch so alles...
Tagsüber regeneriert Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde. 10 Punkte pro Sekunde. 10 Punkte pro Sekunde. Wenn du dich nicht im Kampf befindest, nachts regeneriert Ausdauer während eines Kampfs zusätzlich 1 Punkt pro Sekunde. Vitalität regenerieren ist natürlich schon nice, aber wir können natürlich auch noch extra Feuerstrom. Präzisionsschläge. Ich glaube, das kann ich erstmal noch aufleveln. So, können wir immer noch härter zuhauen. Rotes Mutagen. Großes rotes Mutagen wäre geil. Aber da haben wir nicht genug für. Mehr rote Mutagene sammeln. Memo an mich selbst. So. Dann schnacken wir mal mit den netten Herrschaften und reiten gemeinsam zurück, würde ich doch mal sagen, oder? Ah, Geralt, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Aber gerne. Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Meine Meinung. Sehe ich auch so. Nun, dann los. Nun. Nun. Novigrad, Dreibergtor. Und da wird es auch schon Abend, wie die Dämmerung uns anzeigt. Ja, das war doch ein netter Tag beim Rennen. Und da wären wir. Danke für deine Gesellschaft. Ach, ich habe zu danken. Gleichfalls. Mach's gut. Ich weiß ja nicht. Nilfgaard scheint doch so ein bisschen der Feind zu sein. So ein bisschen, weil die doch mit ihrer aggressiven Eroberungspolitik hier alles unterwerfen wollen. Aber der Herr General, den finde ich ganz sympathisch. Der scheint ein netter Bursche zu sein. Kann ja auch nichts dafür, dass er nun ausgerechnet in Nilfgaard geboren wurde und dort General wurde. Wäre er hier General geworden, wäre er vermutlich auf einer anderen Seite im Krieg. Aber so ist das im Leben. Sprich mit Marabella. Noch ein Mutant. Schubs dich voll, du Mistsau. Aber da muss ich doch hin. Komm. Hier. Oh, ist das eine Schule? Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen. Wir haben noch Unterricht. Ja, okay. Ich will die Kinder nicht vom Unterricht abhalten. Es dauert nicht lange. Er kann leider doch nicht kommen. Du bist so grau wie meine Oma. Eine Ratte hat ihn gebissen und er hat Fieber bekommen. Wo ist er gebissen worden? Hat sehr weh getan? Muss er sterben? Du stirbst doch nicht von einer Ratte. Und vor ein paar Tagen habe ich gesehen, wie ein Hexenjäger zu einem Mann du Ratte gesagt hat. Und dann hat er ihn umgebracht. Schluss jetzt. Wir sind für heute fertig. Nehmt eure Sachen und geht nach Hause. So, schön die Schule beklauen. Die haben's ja. Mein Onkel ist im Zirkus, weil er Schwerter schlucken kann. Kannst du das auch? Nein, ich kann Leute aber abstechen mit Schwertern. Das geht. Bringt eure Kinder auf Marabellas Schule für die Kleinen, wo sie lesen, schreiben und Respekt vor den Göttern lernen. Wir verlangen kein Geld, sind aber für jede Spende dankbar. Dank eurer Großzügigkeit können wir unsere Arbeit tun. Jopp, Schule ist eine gute Idee. Auch wenn die Kinder hier nur lernen, dass Leute von Ratten gebissen werden und deshalb nicht wiederkommen. Das war jedenfalls, was sie heute gelernt haben in ihrer sehr, sehr ausgiebigen Unterrichtsstunde von etwa 20 Sekunden. So, ach ja, ich wollte ja mit Marabu Schokolade sprechen. Darf ich dich kurz sprechen? Ja, was willst du? Verschiedenes, ich weiß, und zwar, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja, der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein, wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Warum? Vielleicht, nein, ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel, darum ging's ihm. Schimmel? Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Was? Warum Schimmel? Hast du ihn nochmal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen?
Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold. Er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Etwas mehr Disziplin, ja. Aber er ist nicht wiedergekommen. Also glaube ich, dass es vorbei ist. Ich habe ein Gedicht von Rittersporn über dich gefunden. Darin beschreibt er dich als sehr begabt. Wirklich? Hat er meine Poesie erwähnt? Eventuell nicht. Pferde haben mich schon immer fasziniert. Ich wollte schon lange ihre edle Schönheit besingen. Hast du meine Texte bei Rittersporn gesehen? Nur Versuche, ja. Aber mich würde interessieren, wie du sie findest. Nein, nichts gesehen. Nichts über Hüa, Pferde. Ihre schlanke Peitsche durch die Lüfte flog. Hüa, ein Knall und das Tier gehorchte ihr. Der Hengst jetzt zwischen ihren Schenkeln tanzte. Schon war voll Schweiß das ganze Tier. Tut mir leid, ich verstehe nicht viel von Poesie. Tut mir wirklich sehr leid. Leb wohl. Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Ja, okay. Mit Schimmel? Was hat Rittersporn sich denn für Schimmel interessiert? Entschuldige. Ich bin ein Zwölf. Oh, guck mal, eine Taverne. Das nirgendwo. Weißt du was? Da muss ich mal kurz einkehren. Da bin ich doch schon gespannt. Hey da, Bauer. Ein Tag wie alle anderen. Ein Tag wie alle anderen. Ach, hier ist die Küche. Guck an, guck an. Oi. Oi. Du erschreckst meine Kinder. Mit Absicht. Gibt's hier nirgendwo was zu klauen? Das ist ja fast ein bisschen schade. Heda, Tavernenwirtin. Bist du ein Künstler? Ein Schwertschlucker? Nein, ich zerhäcksle Leute mit meinen Schwertern. Noch nie gehört. Was hast du denn so im Angebot? Was hat der Koch denn heute zubereitet? Aha. Einen widerlichen, glitschigen Bratapfel. Ach so, ich hab noch hier der überlegene Rennsattel. Der ist irgendwie nicht so gut wie... Also der ist genauso gut, wollte ich sagen, wie mein Milfgardischer Sattel. Weißt du was? Ich verkaufe den. Da wird mir der General hoffentlich nicht böse sein, aber wenn ich schon was Besseres im Angebot habe, muss ich den ja nicht mit mir rumschleppen. Ach ja, und eine zerbrochene Hake kann die auch gerne haben. Das ist ja immer, erweitert das Angebot ungemein, so eine zerbrochene Hake. Und sonst brauche ich, glaube ich, nichts. Tschüss. Wiedersehen. Ja, gut, dann kann ich auch wieder abdampfen. Dachte, hier wäre eventuell mehr zu holen, Sie oder... Von den Wundern des ewigen Feuers. Wunder. Was willst du? Nichts, ich geh. Mein Sohn ist tot, verstanden? Wunder am Arsch, das sage ich auch immer. So, sprich mit Rosa Varatre. Die Tochter des Brotschafters. Da ist ja noch ein Händler. Ist der hier drin? Nö, aber dieses Haus kann man eventuell... Kann man sich eventuell Dinge ausleihen? Ja, das kann man. Kommt zu Papa. Ihr wolltet doch schon immer in meinem Besitz enden. Ich sehe es euch an, Gegenstände. Hier scheint ja auch niemand zu wohnen. Jedenfalls sehe ich niemanden. Hier ist alles frei zum Klauen. Und wie viel hier rumliegt. Das reinste Lagerhaus hier. So, da ist auch noch... ich sehe doch, dass ich das noch ausplündern kann. Okay. So, war das alles? Da hinten... Oh, dahinter ist eine Truhe. Guck mal. Yay. So, dann habe ich ja alles mitgenommen. Können wir hier... Nö, hier oben ist keine Tür. Immer noch keiner zu Hause. Wo ist denn hier der Händler? Hier. Ach so, da steht er ja. Ich laufe einfach an ihm vorbei. Hey, Kaufmann. Sei gegrüßt. Ich stehe zu Diensten. Das solltest du besser auch. Zeig mir deine Waren. Na toll, du hast ja auch viel Zeug dabei. Lecker Pechdraht. Und Optima Mater. Supi. Hier, kauf mal diesen Gambeson. Du kannst dir mal den Gambeson abkaufen. Bis dann. Wir sehen uns. Ich muss weiter.